Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben das mit den Feuerkelchen mal erledigt. Also zumindest nicht erledigt, aber die sind jetzt geheiligt. Und ich wollte dann eigentlich mal dann zu den ganzen Leuten hinreisen. Thronsaal von König Roba, Teleport nach Adea. Gab's da jemanden? Fangen wir mal in Adea an. Ob es da einen Paladin gab, weiß ich nicht. Aber von da nach und nach zu den einzelnen Paladinen hin und her. Ich weiß nicht, ob es hier einen gab. In Khabdun gab es auf jeden Fall einen. So. Hamla. Der sagt gar nichts irgendwie. Befreiter Sklave, Händler, befreiter Sklave, Rebell. Aber hier haben die keinen Paladin, ne? Dann gehen wir zuerst zu Wenzel, wenn hier keiner ist. Ist das dein Ernst? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wenzel kenne ich auf jeden Fall noch. Ich bin auch gefühlt 1000 Jahre mit seinem Schwert unterwegs gewesen. So, bis zum nächsten Morgen aber auf jeden Fall. Obwohl, warte, in Reddor gab es einen Paladin, oder? Ich glaube, die waren alle von einem Paladin angeführt worden. Oliver war der erste, den wir jetzt eingegeben hatten. Dann Javier müsste hier sein. Ich glaube, Javier war das hier. So, wo ist die Treppe? Hier sieht man die Treppe immer so gut. So. Sagt er noch was, Sebastian? Über Alchemie? Bring mir was über Alchemie bei. Der kann mir hier nichts Neues beibringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Rob mich beschützt, Umgang mit dem Stab, magischen Stäbe benutzen kann. Nee. Der kann nichts beibringen, was ich jetzt lernen will. So, Malo? Nee. So, Norris? Kann er was beibringen? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mit großen Waffen? Weiß ich nicht. Javier, hier hast du deine Magie zurück. Hier hast du deine Magie zurück. Glaube versetzt Berge, heißt es. Danke. Jetzt darf ich wieder hoffen, dass sich alles zum Guten wenden wird. Nimm dies und benutze es im Sinne Innos. Nice. 10 Mana-Tränke, die ich eigentlich nicht brauche, aber egal. So, dann auf zu... ich glaube, der Weg wäre schneller. Nach Khabdun. Dann gebe ich Wenzel eben noch sein Feuerkelch. Gehen wir quasi jetzt wirklich in jede Stadt noch einmal hin, liefern die Feuerkelche ab. Ist nur halt doof mit Markus, dass wir ihm das halt nicht mehr zurückgeben können. Aber ich will jetzt auch nicht cheaten müssen oder sowas irgendwie, um Markus wiederzubeleben, sagen wir mal so. Zumindest nicht im ersten Durchlauf. Hab
im zweiten Durchlauf habe ich eher weniger ein Problem, den ein oder anderen Cheat zu benutzen, wenn ich jetzt wirklich richtig Mist gebaut habe. Aber im ersten Durchlauf möchte ich das eigentlich so erleben, wie möglich. So, wo haben wir Wenzel? Der war eigentlich mittlerweile hier unten, ne? Da. Da ist Wenzel. Komm her, ich gebe dir deine Magie zurück. Komm her, ich gebe dir deine Magie zurück. Innos sei Dank. So lange warte ich schon auf die Erlösung. Das ist ein großes Geschenk. Ich danke dir. Hier, nimm ein Geschenk an dich. Möge Innos dich beschützen. Nice. So, nächste Station wäre dann Montera. Und von Montera dann Richtung Treles. Und dann müsste ich da noch Okara und Dings auch nochmal absuchen. Und dann in der Wüste nochmal die ganzen Paladine absuchen. Energy Drink. Komm, hoch. Ja. Oh, ich liebe die Musik. So, nochmal. Was trinken? Hier war kein Paladin mit bei, oder? Von denen war keiner ein Paladin. Amon. Bring mir was über die Jagd bei. Orkjäger. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay. Weiter so. Mhm. Gut. Nur weiter so. Mhm. So, dazu wie viel fehlt mir noch? Bereit. 24. Gut. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber okay. Dann gehen wir halt ein bisschen auf Jagdgeschick hier mit den ganzen Lernpunkten, die wir haben. Vor allem, wir brauchen jetzt, wir sind schon Stufe 64. 12.000 Punkte. Kriegen wir jetzt eigentlich schnell hin mit den Dings, würde ich sagen. Was höre ich denn da oben? Komme ich da überhaupt hoch? Irgendwie muss ich doch da hochkommen, oder? So, ich bin oben angekommen. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt es auf jeden Fall Fleisch. Aber mehr sehe
hier jetzt auch nicht. Sehen tue ich erstmal so oder so nichts hier, aber... Hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Nein! Okay, überlebt. So, dann jetzt wirklich nur noch die Frage in Montera. Haben wir da jemanden, der Paladin ist? Was gibt's denn da eigentlich? Abgesehen von dem Steinkreis gibt's hier nichts. Außer noch eine Blutfliege. Aber mehr ist hier auch nicht. Okay. So, Dominik, den lassen wir mal in Ruhe. So, einmal ein Energy. Ansonsten, ich müsste mal schauen, wo wir überhaupt alle Paladine haben. Ist nur echt doof gelaufen mit Markus, weil er vorher draufgegangen ist. Müsste mich eigentlich wieder mehr zurücklehnen, wieder gerade sitzen. Weil ich fange in letzter Zeit schon wieder öfters an, irgendwie mich mehr nach vorne zu beugen. Und das ist eigentlich echt nicht gut für den Rücken. So. Wo haben wir hier einen Paladin, falls wir einen hier haben? Otis? Ist kein... Was kann denn schon groß passieren? Daryl! Ist kein Paladin. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar. Sanford? Tja, das ist ein wichtiges Problem. Wer könnte hier ein Paladin sein? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Mason? Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Glaubt ihr kein Wort? Da drinne vielleicht? Rebell. Hatten wir den hier schon? Konnten wir den? Ich weiß so oft gar nicht, ob wir die schon hatten oder nicht. Rebell. Alchemist. Ich glaube, hier haben wir keinen Paladin. Aber wir haben hier nicht weit, ein Rebellenlager, und da ist ja der Anführer ein Paladine. Die werden ja oft von Paladinen angeführt. So, gehen wir mal die Richtung so querfeldein. Harnischkraut. Wo kommt der denn her? Ich dachte, wir hätten schon alle. Überrascht mich schon, dass hier noch einer war.
Richtung. Beziehungsweise, warte mal. Nee. Hier. Okada braucht mehr Männer. Genau, dann würde ich mal Hamba nach Okada. Würde ich mich eher dahin teleportieren. Okada haben wir. Weil ansonsten suche ich mich da 1000 Jahre durch. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. So, Fraser? Rebell. Hier haben wir nochmal Fraser, Rebell, noch ein Rebell. Candela. Bring mir was über die Jagd bei. So. Okada müssen wir nochmal öfters hin. So, wo haben wir noch jemanden mit Namen? Hier, Rakus. Rebell. Roland. Hier, ich gebe dir deine Magie zurück. So ist der große Tag also gekommen. Innos beschütze dich auf allen Wegen, die du beschreiten wirst. Nimm dies von mir, um deine Aufgaben leichter zu vollenden. Nice Zimmer Heiltränke, perfekt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich glaube, wir können nur noch die beiden da machen. So, okay. Also Okada haben wir jetzt abgeschlossen. Mit der Magie. So, wie sieht's aus? Was wäre jetzt das nächste? Treles eigentlich. Komm, wir porten uns einfach dahin. Am besten du hältst dich da raus. Wo haben wir Treles? Ist das dein Ernst? Da. Da haben wir Treles. Du solltest meinen Rat annehmen. So, und da haben wir den Paladin. Konrad. Ich bin gekommen, dir die Magie zurückzugeben. Hör auf, mich zu verspotten. Sonst wird es dir schlechter gehen. Hier, nimm schon, du Spinner. Wahrhaftig. Es fühlt sich an wie damals. Gelobt sei es, du Innos. Du hast mich nicht verlassen. Dank dir, Fremder. Rufe nach mir und ich werde an deiner Seite kämpfen. Treles ist befreit. Deine Aufgabe ist hier erfüllt. Deine Aufgabe hier ist erfüllt. Doch der Kampf gegen das Übel ist noch nicht vorbei. Verfüge über mich. Ich werde an deiner Seite kämpfen, Befreier. Ja, alles gut. So, wie viele Punkte brauchen wir noch? Ja, die nächste Stufe haben wir auch schon bald. So, was wäre der nächste? Geldern und Silden. Würde ich mal behaupten. So, gehen wir mal nach Geldern. Ja, komm, so in die Richtung. Ich höre wieder Schlangen. Hätte ich nicht vielleicht gerade noch irgendwo was kochen können? So, dann. So, beziehungsweise warte mal. Ich höre hier wieder Snapper. Noch einer? Nö.
So, alle. Finde für Robert heraus, finde den Druiden, sucht Trupp der Orks. Der Paladin Kalen will seine Magie zurück. Kara braucht mehr Männer. Mhm. So, plündere die Höfe, bringe Georg zum Oberbefehlshaber. Okay. Bringe Wandorn Hämmer für die Burg, Spitzhacken für die Burg, Senkblut. Mit den verschollenen Paladin Tordir. Die Macht der Ahnen. Okay, muss ich mal schauen, wo ich. Ein Paladin ist auf jeden Fall verschwunden, hieß es. Also. Kommt ihr alle her? So lange war ich jetzt auch nicht weg von hier. So. Manchmal super mit dem Angriff der Snapper. So, wo kommst du her? So, hier jetzt ist die Frage, wo war hier ein Paladin, falls es hier einen gab. Nein? Boah, was war das denn? Okay, das war diesmal meine Schuld. Das war also vom PC hier die Schuld. Das war jetzt Codierungsproblem. Das war der Ruckler hier. So, Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, okay, ich brauche jetzt einen Paladin. Vor allem hier hört die Musik einfach auf. In Geldern. Aber hier gab es, glaube ich, keinen Paladin, ne? Und der liegt hier einfach immer noch tot rum. Bist du ein Paladin? Wir passen auf. So, okay, ein Moment. Ich bin hier in Geldern und das ist Nimora. Habe ich etwas für Nimora? Kann ich nach Nimora? Ich habe keinen Teleportstein nach Nimora. Okay, also Nimora muss ich selber irgendwie hingehen. Das irgendwo da oben ist. Wo bleibt das jetzt mit der Musik? Was ist denn das denn für eine Höhle? Herrscherkraut? Okay, hier war ich bisher noch gar nicht. Interessant. So, einmal kurz alles braten. 22 rohes Fleisch haben wir wieder mal. Was kommt hier auf uns zu? So, Schwefel. Hier haben wir nochmal Gold. Und magisches Erz. Und was ist das da für eine Kette?
So, 4 Goldbrocken. Ein Amulett. So. Nein, Schwefel wollte ich nicht. So, die Truhe. Ich nehme trotzdem einfach mal alles mit. So. Da haben wir noch mal Gold. So, auch noch mal mitnehmen. Also hier auch noch mal. Muss noch mal kurz gucken, ob das sich wieder eingefangen hat hier mit den Frames, mit der Codierung. Interessante Höhle. Dass wir hier aber auch noch gar nicht waren, wundert mich schon. So, hier nochmal Gold. So, und das war's. Bestimmt war das nur so eine Schürfstelle für die Orks mit den Banditen. So, jetzt versuche ich mal hier hochzukommen. Hier müsste man dann gleich irgendwann bei den Rebellen von Okara hinkommen. Glaube ich. Wenn ich mich nicht verlaufe. Wo genau bin ich hier? Darf ich hier sein? Sollte ich hier sein? Ich glaube schon, hier ist eine Burg. Also eine Burgmauer. Ich kann hier nicht laufen, okay. Ich glaube, hier sollte man nicht hochkommen. Vor allem auch, wie leer es hier eigentlich aussieht. Also ich glaube nicht, dass man hier hin sollte. Hier ist einfach gar nichts. So, ich sehe nichts. Da will ich nicht runterfallen. Wenn ich da runterfalle, ist vorbei mit mir. Okay, hier war eh wahrscheinlich der falsche Weg. Hätte ich nicht hingehen sollen. Okay, speicher mal. Ich guck mal. Vielleicht überlebe ich den Sprung sogar. Oh, überlebt.
Wer hätte es gedacht? Und den hier wahrscheinlich auch. Ja. Was höre ich hier? Ein Kroko. Da! Da! Alter! Kommt da noch einer? Da! Wie viele Krokos sind hier? So, ich wollte eigentlich nach Okara. War doch Okara. So, ne, das ist nichts zum Einsammeln. Hier überlebe ich. Ja. So, kommt noch mehr? Nope. So, das müsste jetzt aber der Weg sein, ne? Ich hoffe doch. So, nochmal ein Energy. War das ein Eingang? Da. Oh. Da. Jo, da sehe ich schon wieder was. Und so. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht überleben. Aber vielleicht nehme ich hier schon mal alles mit. Speichere ich vielleicht noch einmal. Da sind zwei von denen. Da! 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 Okay, nice. So, okay. Geschafft. Liegt es an der Pala-Rüstung? Da! 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 Liegt das wirklich an der Paladin-Rüstung? Dass wir das überstehen? So, ich gönne mir lieber Fleisch statt Heiltränke. So, nochmal speichern. So. Liegt hier noch was? Ja, hier liegt noch einiges. So, ich nix sehen. Dietrich. Mana-Trank. Schatulle. So, Feuernessel. Ein Amulett. Apropos, wir haben ja jetzt zwei Permadinger eingesammelt. Hier, Herrscherkraut. Kriegen wir noch mal ein bisschen Leben. So, und Goblinbeere.
So, Kaktusblüte, Waldbeere, Königsdistel, Mana-Pflanze, Feuernässe, Zauberwurzel, Heilwurzel halt, dann Harnischkraut. So. Passt doch. Okay, jetzt aber schnell da rüber nach Okara. War doch Okara hier, oder? Ne, Nemora, Entschuldigung. Nemora, das ist Nemora. Okara waren wir schon. So, finde deinen Weg da hoch, bitte. Hier oben haben wir aber auch noch nicht alles erforscht, durchsucht, erkundet. So. Finley ist kein Paladin. Tyler ist kein Paladin. Ah, hier, Kalen. Hier hast du deine Magie zurück. Hier hast du deine Magie zurück. Ich danke dir. Du bist ein vielversprechender Mann. Innos gebe dir Kraft für deine Mission in dieser Welt. Und ich gebe dir dies zur Stärkung. Nice, Heiltränke. So, gab es hier noch mehr Paladine? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Warst du ein Paladin? Nein. Ich habe damit kein Problem. Warst du einer? Stimmt, hier chillt jetzt keiner mehr. So, in der Wüste wird es ein bisschen schwieriger sein, die Paladine zu finden. So, Dudley? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Rebell. Und es kommt noch schlimmer. Hier ist niemand. Da ist niemand. Rebell. Russell? War kein Paladin. Hör bloß auf mit der Scheiße. Am besten du erledigst das. So, wie viele haben wir noch an Feuerkelchen? So, wo sind sie denn überhaupt? Am besten du hältst dich da raus. Trotzdem geht das so nicht. Hier, Feuerkelchen. Sechs haben wir noch. Also sechs müssen wir noch irgendwie verteilen. Randall? Bring mir was über die Jagd bei. Ja, okay. So, ein Moment. Dann müssen wir noch einmal nach Silden. Solago, Silden, hier. Und gucken, ob wir da noch einen Paladin irgendwo finden. Der ist kein Paladin. Der ist keiner. Auch keiner. Enoch. Was kann er noch beibringen? Du mich im Kampf unterrichten? Ja, okay. So, ich glaube, hier haben die keinen Paladin. Geht das so nicht weiter? Hier sieht's auch nicht so danach aus.
Keiner mit einem Namen. Hatlot? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich glaube, hier werde ich auch keinen finden. Obwohl, warte mal. Könnte er einer sein? Nee. So, warte mal. Da hinten gab es ja noch irgendwo. So ein Unterstück, sage ich jetzt mal. War da vielleicht einer ein Paladin? Einer von denen vielleicht? So, Rebell. Rebell. Will. Rebell. Ne, von denen war keiner ein Paladin. Dann hier in Richtung Nordmar der Weg. Da war doch bestimmt einer ein Paladin. Vielleicht sogar der Lars, der dort war. Der uns den Weg dahin gezeigt hatte, als wir ihn freigekauft hatten. Da war keiner Paladin, warte mal. Wo war der Weg? Da war der Weg, ja? Und da gibt es wieder Probleme. So, was ist eigentlich das Maximallevel, das man hier kriegen kann? Ach so, da sind sie schon. So, müder Rebell. 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 Ein Ripper. Da! Da sind die Ripper bitte hier. So, wo kommst du denn her? Einfach von hinten. Schon wieder eins von den Viechern. Ach. Die Lurker schon wieder. Für die Biester. Wo kamen die jetzt her? Die habe ich auch nicht kommen sehen. So, geht's dir gut? Ja, hat kaum Schaden bekommen. Immerhin. So, wo sind die anderen Rebellen? So, Rebell, Rebell. Ist das dein Ernst? Freeman. Ist kein Paladin. Du solltest meinen Rat annehmen. Als wenn das so einfach wäre. Wo war Anok oder Lars? Kann dir doch egal sein. Waren die da hinten? Am besten du hältst dich da raus. So, Rebell, 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 Rebell. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Hier, Lars.
Ne, der ist ein Nordmarder, okay. Aber Anok. Nee, ist auch kein Paladin. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Was kann denn schon groß passieren? Okay, wer waren dann die anderen Paladine noch von den Rebellen? Und es kommt noch schlimmer. So, ich würde dann vielleicht mal nach Draga gehen erstmal. Nicht Adea, Bakarisch, Ben Erai, Braga. Fangen wir da mal an zu suchen nochmal in der Wüste. Ich weiß, dass es hier irgendwo noch einen gab. Also jetzt nicht in den Städten an sich. Aber irgendwo gab es hier einen. So, vielleicht muss ich eben noch mal kurz was essen. Wegen den Rippern. Von vorhin. Machen wir heute einfach mal eine halbe Weltreise. Eigentlich hier der namenlose Held müsste richtig krank jetzt werden, weil er vom eiskalten Norden direkt in eigentlich quasi Nachbarland in die Wüste gegangen ist. Direkt in die Hitze. Sein Immunsystem müsste eigentlich so am Arsch sein gerade. So. Ich guck mal bei denen, ob da jemand war. Ein Paladin vielleicht. So, ich höre hier schon Schakale. Das sind auf jeden Fall Punkte. Na, hast keine Freunde mehr? Schade, dass ich von denen kein Fleisch ziehen kann. Schon der nächste wieder. Und wieder eine Blutfliege. So. Mal gucken. Ich frage mich wirklich, ob wir alle Paladine finden. Zwei sind auf jeden Fall in Vanguard, so wie ich das mitbekommen habe. Azaru. Riordan. Riordan, lässt du mich an die Tafel bitte einmal? Nomade. Lass mich in Ruhe. Aietos. Bring mir was über die Jagd bei. Der kann mir auch nichts Neues beibringen. Ich glaube, hier gibt es keinen Paladin. Wo war der eine Paladin? Bei Morasul irgendwo hier eigentlich. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Irgendwo auch, wo Yusuf war.
So, warte mal. Können wir hier gucken? Kopfgeldjagd hudelt. Finde Sinica. Wo finde ich... Komme ich hier runter? Ohne drauf zu gehen? Ja, so ist besser. Gehen wir mal querfeldein durch die Wüste. Schauen wir mal, ob wir auch den einen Paladin finden, mit dem wir ja durch die Sandcrawler und so weiter gedingst sind. Komm, ich hab Bock auf euch. Die können mir ja eh nichts mehr. Da! 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 Oh. So. In Lago war das aber einmal richtig mies mit dem Blutfliegen. So, Snapperkraut. Und weiter in die Richtung. Ich glaube, da hinten war das. Oder? Nee, das könnte ein bisschen zu nah sein. So, da haben wir wieder Schakale. Habe gerade keine Lust gegen die zu kämpfen. Ich will jetzt eigentlich weiter. Ich will den einen Paladin hier finden, der hier in der Wüste rumhausiert. Warte mal. Hatten wir... Ne, Orgnarok war kein Paladin. So, genau. Und dann müssten wir in die Richtung gehen. Waren die hier? Dort? Oder dort? Das ist wirklich die Frage, wo war nochmal Dingens hier? Der Paladin, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Hier, bei dem Zelt definitiv müsste der gewesen sein. Dum, 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 dum. Nice, wieder ein Level up. Gab's hier noch irgendwas? Ja, da haben wir ihn. Wir haben ihn gefunden. So, Cruz, ich bin gekommen, dir deine Magie zurückzugeben. Innos sei Dank. Es gibt noch aufrichtige Männer in diesem Land. Nimm dies als Dank von mir. Du spielst eine ganz wichtige Rolle in diesem Krieg des Wahnsinns. Da ja. Bin ich jetzt ganz sicher. Pass auf deinen Rücken auf. Wenn du willst, kann ich dir gerne helfen. So wie du mir geholfen hast. Ich werde dein Waffengefährte sein, wenn du es wünschst. Gut zu wissen. Ja. Wohl komm, wir nehmen ihn mal mit. Komm mit. Los geht's. Du schließt dich dir an. Ein Paladin als Waffengefährten zu haben? Achso, übrigens. Okay, Yusuf kann ich nichts sagen. Hier, das Drama hat ein Ende.
dass er wieder zurückgehen kann. Wenn er hier bleiben will, dann lasse ich ihn. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.